Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Graf Gregorius Spartenos von Neapel. Hier seht ihr ihn, zu seiner Rechten seinen Sohn Sergios Spartenos und zu seiner Linken sein Halbbruder Kaisarius Spartenos. Und das sind die beiden in der Familie, die unser Graf auserkoren hat für eine Heirat. Und zwar um die Bündnismacht natürlich oder um die Militärmacht zu stärken durch Bündnisse. Und ja, jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, wen unser Graf hier ausgewählt hat. Gut, wir gehen mal hier rein und verheiraten zuerst unseren Sohn Sergios. Ich habe hier mal geschaut. Natürlich ist das Spiel, ich habe die Option so eingestellt, dass die diplomatische Reichweite reduziert ist. Das heißt, dass ich finde es irgendwie ein bisschen realistischer, wenn man jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, auf was weiß ich, wie weit entfernte zurückgreifen möchte. Außerdem passt das auch nicht zum Rollenspiel-Aspekt, den ich hier reinbringen möchte. Ich habe die Bündnismacht geprüft und jetzt ist es ja so, er ist zwar bereits 21, aber es geht ja bei ihm letztendlich auch nicht mehr primär um die Nachfolge abzusichern, denn er hat ja schon einen Sohn, Gregorius, 3 Jahre alt, unser Enkel, und damit oder aus diesem Grund suche ich ihm jetzt nicht unbedingt eine erwachsene Frau, damit hier schnell weitere Nachkommen kommen, sondern ich habe den mächtigsten oder die mächtigste Hochzeit rausgesucht, Sibylla. Sibylla ist 7, da werden wir also eine Verlobung erstmal machen. Hier, östlich von Thessaloniki, wir haben hier einen Graf und das ist die Tochter. Der Sohn wird erben, die Tochter ist die zweite in der Erbfolge mit ihren 7 Jahren und gibt hier eine ganz gute Partie ab. Vor allen Dingen bringt sie uns ein Bündnis mit 1186 Mann. Das ist eine feine Sache. Diesen Vorschlag werden wir abschicken. Ähnlich verhält sich es bei unserem Halbbruder. Auch da habe ich eine interessante Partie gefunden. Er ist 39. Wir gehen auch hier auf die Bündnisstärke oder die Bündnismacht. Und dann haben wir hier das Herzogtum Opsikion, auch im Byzantinischen Reich. Wir haben eine 30-Jährige, wir haben eine 14-Jährige. Ich denke, bei ihm passt dann die 30-Jährige deutlich besser. Zumal er noch keine Nachkommen hat. Also hier ist vielleicht dann auch für ihn noch was drin. 856 Mann. Klicken wir ab. Und dann kann ich euch sagen, habe ich natürlich noch geschaut, ob wir irgendwie eine Möglichkeit haben, die restlichen Charaktere hier zu verheiraten. Natürlich haben wir das. Wir können Landlose, ja, oder auf jeden Fall nichts, was Bündnisstärke bringt, denn niemand möchte seine Tochter mit einem verheiraten, der zölibatär ist. Es klappt im Übrigen auch nicht bei unserem lüsternen Halbbruder. Wo ist er? Also auch bei ihm klappt es nicht. Wir können mal reinschauen. Bündnismacht, da geht nichts. Ja? Das sind alles landlose Damen. Und ja, ich würde sagen, dann macht das auch keinen Sinn. Dann sollen das unsere Brüder selbst entscheiden, wenn sie das möchten. Aber sie dann zu verheiraten, macht für mich keinen Sinn, wenn dabei kein Bündnis rausspringt. Ich habe eine Sache gecheckt. Tatsächlich, wenn wir eine Prachthochzeit anbieten würden, das ist eine neue Mechanik, nur mal ganz kurz erklärt. Der dominante Teil, der die Heirat ausrichtet. In dem Fall natürlich der Mann, es sei denn, man würde matrilineal heiraten, dann ist es wieder anders. Aber der dominante Part hat die Möglichkeit, eine Prachthochzeit anzubieten. Dadurch kann ich mich eventuell in einen etwas höheren Stand einheiraten oder ich kann Heiraten arrangieren, die eigentlich abgelehnt werden würden. Wir klicken das mal an und plötzlich habe ich eine einzige Dame, die ein mögliches Bündnis bringen würde, nämlich die Tochter unseres Bürgermeisters, Epiphania. Das ist die Tochter unseres Vasall, Bürgermeister Marinos, aber, also
Was heißt aber? Aber erstens bringt das Ganze lediglich 171 Mann und zweitens würde diese Prunkhochzeit, ihr seht es, wenn wir hier drüber gehen, 280 Gold kosten. Das ist der Wahnsinn. Das ist also ja nichts, was unser Graf Gregorius in Betracht zieht, hier für seinen Bruder, für seinen Halbbruder eine Prunkhochzeit zu arrangieren. Das kommt also nicht in Frage. So. Und dann würde ich sagen, jetzt schauen wir mal noch gemeinsam, ob wir einen Ehepartner für uns finden. Ja, ein bisschen schwierig, ne? Denn auch hier geht es natürlich, wie ihr wisst, er ist bisexuell. Und wir könnten jetzt hier nach Bündnismacht gehen. Aber ich habe hier ja was sehr, sehr Interessantes gefunden. Also wenn wir jetzt nach reiner Bündnismacht gehen würden, hier würden wir 1000 Mann. Hier Grafschaft von Trier ist zum Beispiel eine Sache, die ich aus rollenspielerischer Sicht nicht machen würde. Katholische Fränkin, wie kommt er dazu? Nein. Aber an dritter Stelle steht sie hier. Herzogtum Chaldea ist ebenfalls wieder im Byzantinischen Reich. Und das Besondere an dieser Dame ist, sie ist ebenfalls bisexuell. Und das finde ich irgendwie spannend. Sie ist die älteste Tochter hier von diesem Dux Theodosios. Und ich finde, ja, auch er bringt uns nochmal 1000 Mann mit. Und das ist vielleicht so ein Arrangement, das die beiden hier haben. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Sie darf ihre Triebe ausleben, so wie sie möchte. Er macht das dann auf seine Weise. Da werden wir eh mal sehen, wie, in welcher Form wir diese Bisexualität ausleben. Aber auf jeden Fall wird er diese Dame hier heiraten. Die Chance auf Kinder ist immerhin noch moderat, das trotz seiner Keuschheit. Aber plus 2, das führt zu einem weiteren Bündnis und das schicken wir ab. Und ich finde, damit haben wir schon mal einen guten Grundstein gelegt für Bündnisse. Da kommen jetzt dann insgesamt ja, knapp 3000 Mann zusammen, die zu unseren 400 Mann dazukommen. Also dann stehen wir hier mit 3500. Ich denke, damit haben wir einen ersten großen Schritt in Richtung Sicherheit geleistet. So, dann haben wir, was wir noch nicht gemacht haben, wir haben uns noch den Rat zum Beispiel noch nicht angeschaut. Gemeinsam zumindest nicht. Ich habe ihn mir schon mal angeschaut und wir werden hier nicht viel ändern können. Will ich eigentlich auch gar nicht. Wir gucken mal rein. Der Ratskanzler ist ja unser Bürgermeister. Er könnte eventuell, könnte man hier überlegen, ob man tauscht. Unser Sohn ist Kämmerer, wäre um 3 Punkte besser. Der Bürgermeister wäre auf der Verwaltungsposition nur um 2 Punkte schlechter. Aber nein, möchte ich nicht tauschen, denn ja, er ist eine graue Eminenz. Wir lassen ihn hier auf dem Ratskanzlerposten. Kämmerer mit 10 haben wir keinen besseren. Das ist unser Sohn. Der Ratsmarschall haben wir ebenfalls keinen besseren mit 16. Das ist aber auch ein sehr guter Wert. Unser Halbbruder und unser zweiter Halbbruder ist Ratsspitzel mit 10. Hier hätten wir eventuell einen Höfling, eine Dame, eine Karette, aber auch das werde ich nicht tauschen. Der Job bleibt bei unserem Halbbruder. Gut, dann habe ich gesehen, haben wir hier mit unserem Suffraganbischof, da stehen wir nicht ganz so gut, minus 14. Natürlich kommt der Großteil über die kurze Herrschaft und wird über kurz oder lang besser werden, aber ich denke, da setzen wir vielleicht mal als erstes an mit ihm. Und wenn ich das jetzt gerade schon sage, schaut mal. Was ist denn hier los? Also, ich dachte, wir sind in Neapel und nicht in Sodom und Gomorra. Der nächste bisexuell, ein religiöser Eiferer, großzügig, sprunghaft, ein Kräuterkundler, interessanter Mann. Also als allererstes werden wir hier mal versuchen, uns... warte mal, wir gucken mal die Beeinflussung. 71%, 16 Monate. Wie sieht's mit Liebesdingen aus? Oh, was ist denn das? Keine Erfolgschance?
Homosexualität ist verboten. Minus 20. Wo kommt denn das her? Kommt es vom orthodoxen Glauben? Gleichgeschlechtliche Beziehung ist verpönt. Männer mit der Eigenschaft Sodomit werden verpönt. Das ist unnatürlich, wenn zwei Männer eine körperliche Beziehung miteinander haben, ungeachtet der Umstände. Ja. Okay. Liegt es jetzt daran, dass er ein Mann des Glaubens ist, dass das nicht funktioniert? Aber er ist ja selbst, also er ist ja bisexuell. Na gut, also das funktioniert nicht. Schade, das wäre vielleicht die erste nette kleine Geschichte gewesen hier, parallel zur geplanten Hochzeit. Aber was wir dann auf jeden Fall machen, ist die Beeinflussung. Die hat ja immerhin eine ganz ordentliche Chance mit 71%. Damit werden wir versuchen, die Meinung zu verbessern. Wenn wir schon hier dabei sind, religiöse Beziehungen, ja, einen Anspruch möchte ich nicht erwähnen. Dann haben wir hier heimische Angelegenheiten oder fremde Angelegenheiten. Ja, Vasallenmeinung. Es gibt hier ja erstmal nichts, ne? Ach so, das ist eine interessante Sache noch. Die kam auch neu ins Spiel. Es gibt eine Haltung, eine Vasallenhaltung. Wo sehe ich die? Moment. Wo sehe ich seine Vasallenhaltung? Sieht man das bei ihm gar nicht? Doch, hier, Landbesitzer. Landbesitzer-Vasallen. Also, das ist, da gibt es jetzt verschiedene Haltungen für die Vasallen. Und die mögen dann bestimmte Sachen mehr oder mögen bestimmte Sachen nicht. In dem Fall mag er niedere Lehnsautorität. Das haben wir. Wir sind, glaube ich, auf 1. Und was er nicht mag, ist, wenn man Baronien entzieht oder eben eine hohe Lehnsautorität. Und sie bevorzugen großzügige und mitfühlende Erben. So, da unten sehen wir, was es alles gibt. Es gibt höfische Vasallen, pochachiale Vasallen, Ruhmesjäger, Eiferer, Minderheiten und die Landbesitzer. So, das ist eine interessante neue Mechanik, die ja, es eventuell ein bisschen schwieriger macht, wenn die Reiche größer werden, alle Vasallen so ein bisschen still zu halten und zu befriedigen. Okay, dann heißt es, wir gehen auf fremde Angelegenheiten. Unser Kämmerer soll Steuern eintreiben, das ist gut, denn wir wollen ja den Wohlstand mehren und damit eventuell dann Gebäude ausbauen. Armee organisieren finde ich ganz gut und der Ratsspitzel, tja, was machen wir mit dem? Der Ratsspitzel soll erstmal Komplotte unterstützen, genau. Das finde ich gut. Dann gehen wir mal auf Entscheidungen. Wir haben hier oben nämlich noch ein bisschen was. Wir suchen mal einen Arzt. Wobei, wir gucken erstmal, ob wir was am Hof haben. Ne? Höflinge. Und suchen hier mal einen Hofarzt. Ja, obwohl er Kräuterkundler ist, ist die Eignung schlecht. Aber wir haben nichts Besseres. Schlecht und schrecklich. gut, dann würde ich sagen, dann suchen wir hier doch mal jemand übers Ereignis. Vielleicht finden wir ja einen besseren. Also einen Arzt suchen, Suche beginnen. Und dann haben wir hier diese, falls ihr euch wundert, was das hier ist, die Heterie. Das ist einfach nur der Begriff für Ritter, für ja im Bereich hier Byzanz, also orthodoxe Griechen. In diesem Fall heißt das eben nicht Ritter, sondern Heterie. Die laden wir auch mal ein. Suchen wir 3 fähige Männer. Wir müssen Prestige einsetzen. Das finde ich aber in Ordnung. 150 Prestige setzen wir ein und entsenden den Herold. Gut. Dann haben wir keinen Lebenswandel gewählt. Das machen wir natürlich auch direkt. Und ich würde sagen, auch hier gehen wir natürlich auf das, was er bevorzugt, nämlich die Verwaltung. Und wir sehen hier, das ist interessant. Vor allen Dingen
stützt das so ein bisschen das, was ich vorhatte, obwohl ich das hier noch gar nicht gesehen habe. Er hat hier schon jede Menge Vorzüge investiert und zwar alle im Bereich Architekt und ist eigentlich nur noch eine Stufe, einen Vorzug entfernt, diesen ganzen Baum hier abzuschließen. Ja, und das bestärkt mich hier in der Idee, die ich hatte, dass wir praktisch den Gebäudebau so ein bisschen vorantreiben mit dem dann angesparten Geld. Wir gucken mal kurz rein, was wir hier schon so für Vorteile dabei haben. Steuereintreiben, Effekt plus 25% Gebäudebaukosten reduziert, Besitztumsbaukosten reduziert, Festungsstufe erhöht, Garnisonsgröße erhöht, nochmal Bauzeit. Ja, Bauzeit reduziert um 30%, sehr, sehr gut. Aufgebotsverstärkungsrate, Entwicklungszuwachsrate im Reichssitz, wunderbar. Also das passt wie Faust aufs Auge. Volksmeinung plus 50%, geteilte Aufmerksamkeit, gut, erhöhte Domänenschwelle, das ist noch nicht unser Thema. Und der Architekt bringt dann wiederum Verwaltung plus 2, die Bauzeit nochmal reduziert, die Gebäudebaukosten nochmal reduziert. Ja, wunderbar. Also, das heißt, dann fangen wir jetzt mal an zu sparen. Und wenn wir den Architekt haben, sparen wir beim ersten Gebäude dann gleich direkt nochmal ein bisschen an Kosten. Vorher werden wir eh nichts bauen können. Ich glaube, das günstigste Gebäude lag ja bei, ich glaube, 180 Gold, 82 haben wir. Habe ich ihn jetzt nicht gewählt gehabt? Ach so, hier muss ich noch wählen. Genau, Schwerpunkt auf Reichtum, Domänenverwaltung plus 3. Wir machen mal auf Reichtum. 10% mehr Einnahmen. Dann ist das für 5 Jahre mal festgelegt. Wir sind bei 2,3 jetzt. Sehr gut. Was haben wir noch für, wir kriegen hier oben angezeigt, Brachturnier. Das ist aktuell keine Sache, die für uns wichtig ist. Aktivitäten. Ja, erstmal nicht. Ich meine, er ist nicht geizig. Er wird mit Sicherheit hier auch mal was ausgeben, aber jetzt nicht gleich zu Beginn. Haben wir sonst noch irgendwelche Sachen? Das ist die Beeinflussung. Das sind die Höflinge. Unseren Rat haben wir uns angeschaut. Genau, beim Militär gibt es auch noch eine Neuerung, wobei ich da noch nicht genau weiß, wie ich es finden soll. Auszeichnungen nennt sich das Ganze. Gucken wir uns gleich mal an. Hier vorne ist noch eine weitere Neuerung. Kriegsvolk kann jetzt stationiert werden. Man bekommt dann besondere Boni, wenn man spezielle Häuser hat, also spezielle Gebäude hat in der Grafschaft. Wir gucken mal rein. Oh, irgendwas ist, hängt gerade. Er scrollt nicht, ne? Jetzt eben geht er wieder. Okay, schauen wir mal hier rein. Zum Beispiel das, was wir hätten, schwere Reiterei, haben wir allerdings nicht. Das heißt, wir bekommen jetzt nur so einen Standardbonus, wenn wir unser gepanzertes Fußvolk zum Beispiel hier direkt in Neapel stationieren. Wir sehen es schon, plus 6,4 zusätzlicher Schaden und plus 4,4 zusätzliche Zähigkeit. Dadurch wird eben dieses Kriegsvolk stärker. Gut, machen wir aber nochmal jetzt zum Thema Auszeichnung. Generell finde ich es eigentlich ganz gut, dass es sowas gibt. Man kann hier quasi Ritter auszeichnen. Wie viel man auszeichnen kann, hängt so ein bisschen von unserem Stand ab. Also momentan können wir eine Auszeichnung vergeben, weil wir nur Graf sind und das wächst dann eben an. Aber das darf man sich nicht so vorstellen wie jetzt zum Beispiel eine Auszeichnung, weil er jetzt, keine Ahnung, weil er jetzt 10 gegnerische Ritter erschlagen hat, nennen wir ihn, oder bekommt er irgendwie eine Art Orden. Nein, das ist davon abhängig. Wir sehen zumindest gerade mal, unser Sohn könnten wir hier auswählen. Und dann ergibt sich das, was wir hier auswählen können, diese Hauptattribute oder diese Attribute überhaupt ergeben sich aus seinen eigenen Attributen. Also diese Kombination quasi ergibt Auswahlmöglichkeiten hier beim Attribut. Diese Attribute wiederum geben uns
einen Bonus, also uns als Lehnsherr. Wer sich da genauer reinlesen will, wer sich das mal anschauen will, das findet ihr alles in der Enzyklopädie. Es ist verdammt viel. Es ist wahnsinnig viel, was es da gibt. Wie gesagt, finde ich generell ganz in Ordnung bis zu einem gewissen Punkt. Und zu dem kommen wir jetzt gleich. Jetzt gebe ich hier einen Namen. Also jetzt heißt der, jetzt bekommt er quasi diese Auszeichnung. Und diese Auszeichnung nennt sich Greif von Neapel. Die erschaffe ich jetzt. Kostet 100 Prestige. Und dafür bekommen wir jetzt einen Bonus. Wir sind jetzt hier auf Stufe 1. In dem Fall bekommen wir beim Hauptattribut auf Stufe 1 bekommen wir wiederum das hier. Lehnsherr-Modifikatoren, Meinung höfische Vasallen, Meinung Minderheiten-Vasallen, Meinung Landbesitzer-Vasallen. Okay. Und durch den Schurken bekommen wir reduzierte Anwerbekosten für Söldner. 10%. Soweit, so gut. Bis hierhin finde ich es in Ordnung. Der heißt jetzt Greif von Neapel. Aber ich finde, das ist eher eine Art Spitzname oder eine Art Titel, die personengebunden ist. Jetzt ist es allerdings so, dass dieser Greif von Neapel, dieser Titel, der ist mehr oder weniger so ähnlich wie vererbbar. Also ich kann hier schon einen Nachfolger benennen, der, wenn unser Sohn nicht mehr Ritter ist, der dann zum nächsten Greif von Neapel wird. Also habe ich so ein bisschen mein Problem, das Ganze so rollenspielerisch zu verpacken, wieso dann der nächste, irgendein anderer Ritter Greif von Neapel werden sollte. Aber okay, der Ansatz ist ganz gut. Wir haben ihn also erschaffen, diesen Titel oder diese Auszeichnung. Unser Sohn ist der Greif von Neapel. Gut, was haben wir hier? Haben wir hier noch irgendwas drin? Genau, und jetzt kommt hier der Greif von Neapel, braucht einen würdigen Nachfolger. Das werden wir erstmal ignorieren. Zwei Familienmitglieder können heiraten. Ja, genau. Haben wir ja aber auch schon erledigt. Wir können Kriege erklären, das machen wir mit Sicherheit nicht. Wir werden jetzt mal ein bisschen Zeit laufen lassen und schauen, die Hochzeiten angenommen werden und dann die Bündnisse kommen. Bündnis mit Graf Sabatios von Mosinopolis ist geschmiedet. Die Tochter Damiane geht den heiligen Bund der Ehe mit euch ein. Also mit uns. Ja, Graf, das ist die Dame, die wir heiraten wollen. Die bisexuelle Damiane. Dann haben wir das vorgeschlagene Verlöbnis. Unser Sohn Sergios wird die junge Sibylla heiraten noch nicht, aber eben verlobt sich mit ihr. 7 Jahre ist sie alt, bringt das nächste Bündnis und dann fehlt eigentlich nur noch der letzte. Und da kommt er. Euer Bruder Kaisarios heiratet Anna. Und damit haben wir jetzt 3 Bündnisse. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich die Lage hier geändert hat. Wir sind nach wie vor bei 388 Mann, aber wir haben ja 1380 Aufgebote, 800 Bogenschützen, 100 Pikeniere, 100 leichtes Fußvolk. Also da kommen 1300, ja, 2700 Mann haben wir jetzt durch Bündnisse auf jeden Fall schon bekommen. Also wir kommen schon auf circa 3000. Somit ist er zum Beispiel keine Gefahr mehr für uns, solange er selbst keine Bündnisse hat. Er hier unten ebenfalls nicht. Der Emir mit seinen 1000 Mann nicht, aber der hat jetzt eh erstmal genug zu tun, denn der König von Italien greift ja an. Ich habe bisher noch keine Truppen gesehen, aber die müssten bald kommen. Gut, wir lassen mal laufen, wie es hier mit dem Komplott mit unserem... Oh, was haben wir hier? Hofarzt, genau, haben wir ja ausgesandt. Wir haben Zenon. Eignung ist schlecht. Kostet 50, um ihn anzuwerben. Und Irene, Eignung ist schrecklich, kostet 15. Er kostet 50, sie kostet 15, aber ganz ehrlich, mit schlechter Eignung haben wir eigene. Da brauchen wir keinen für 50 anwerben. Beeindrucken kann mich keiner der beiden. So.
Hier kommen wir gleich nochmal zum Hofarzt. Hochzeitsfeierlichkeiten. Das Reich erwartet, dass ihr zu Ehren meiner Hochzeit mit Gräfin Damiane eine angemessene, extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben, doch das könnte während einer so freudigen Zeit geschmacklos wirken. Nein, ich glaube... Er ist zwar zufrieden, aber er ist auch arrogant und er lässt sich hier vom Volk das Ganze mit einer Zusatzsteuer bezahlen, zumal er ja im Hinterkopf hat, für was er das Gold dann ausgeben möchte. 75, sehr schön, damit stehen wir schon bei 160 und sind dem ersten Gebäudeausbau schon recht nah. Gregorius ist unserer Einladung gefolgt. Wer ist das? Ah, das ist der erste potenzielle Ritter. Kampfgeschick gut. Astiludius. Auch das ist eine neue Sache, die jetzt mit dem DLC kam. Ihr seht hier unten den Eigenschaftspfad. Das ist später relevant für Turniere. Denn hier gibt es ja verschiedene Events, verschiedene Kategorien von Turnieren. Ihr seht es zu Fuß, Bogen, Pferde, Scharfsinn. Also falls man kann ja auch Brettspielturniere quasi veranstalten. Und für all das gibt es dann diese unterschiedlichen Perks. Ihr seht, bei Bogenschießen und bei zu Pferde nähert er sich schon der Stufe 1. Er ist ein flexibler Anführer, Schwertmeister. Ah ja, auch da gibt's den Schwertmeister-Eignungspfad. Interessant. Da hat er die Stufe 1 schon bewältigt. Hat Kampfgeschick plus 3, Krankheitswiderstand, ein kleiner Bonus. Und er kann hier zur Stufe 2 noch aufsteigen, wenn er denn dann weiter übt. Guter Mann, treuherzig, ruhig und fleißig. Das gefällt mir, den werden wir rekrutieren. Kostet allerdings 45. Ja, ist ein Teil der Steuer quasi schon wieder weg, aber den nehmen wir. So, oh, das... Das ging ja schnell. Also, so ganz keusch lebt er nicht, unser Graf Gregorius. Gräfin Damiane ist schwanger. Mhm. Sie ist im Übrigen zynisch, geduldig und gesellig. Ein undurchschaubarer Intrigenspinner. Aha, da hat sie ganz gute Werte. Da müssen wir... Richtig, da können wir immer schauen, wie wir sie einsetzen. Wir gucken mal kurz in den Rat. Sie könnte uns natürlich bei den Intrigen gezielt unterstützen. Wenn wir sie auf Herrscher helfen stellen, gibt sie hier überall plus 1, bei Ränkespiel und Bildung plus 2. Oder wir gehen einfach nur Ränkespiel plus 6. Ich denke, na, das schadet uns nicht, oder? Machen wir. Da, wenn das ihr Spezialgebiet ist, soll sie uns da unterstützen. Sie könnte natürlich auch unseren Bruder hier ersetzen, oder? Kann sie? Nee, in den Rat können wir sie nicht holen. Gut, aber das passt. Das wird sie machen. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal noch laufen, bis der erste Versuch hier mit dem Komplott durchgelaufen ist. Vielleicht kommt auch schon vorher die Geburt. Wer weiß. Ja, wahrscheinlich sogar. Und dann bin ich gespannt, ob wir einen vierten Sohn haben oder ob dann ein Töchterchen uns erwartet. Ach so, Thema Hofarzt, hätte ich fast vergessen. Wir haben ja die beiden zurückgewiesen. Ich würde sagen, wir nehmen den Suffraganbischof. Der ist zwar, wird hier auch als schlecht deklariert, aber er hat mit 12 eigentlich einen ordentlichen Bildungswert. Oder wir nehmen unseren Bruder.
Ein scharfsinniger Intellektueller. Ja, ist vielleicht besser, ne? Der Hofarzt sollte schon eine gute Meinung von uns haben und Angst bezüglich, ja, Mord oder sowas müssen wir, glaube ich, vor Anastasios nicht haben. Wir hatten ihn uns ja schon mal angeschaut. Geduldig, faul und zufrieden. Also der hat keine Ambitionen, hier selbst Graf zu werden. Den nehmen wir mal. Verbessert die Meinung. Ja, er führt halt die medizinische Behandlung durch. Er kostet uns ein bisschen was, aber das ist doch ganz gut. Das übernimmt unser Bruder. So, wir werfen hier mal einen Blick drauf. Ne, auf ihn. Wo ist er? Ne, halt auf Kaisarios. Auf seine Frau. Na, hier ist noch nichts, ne? Beide heterosexuell. Hier und... Ah, doch. Und sie ist keusch in dem Fall. Okay. Na gut. Da ist die Dame. Die Keusche. Anders als bei uns. Trotzdem hat es geklappt. Hier kommt der nächste Ritter, den wir anwerben können. Oh, 17. Noch eine Nummer besser. Experte für unwegsames Gelände. Zäher Soldat. Tapfer, rachsüchtig, großzügig. Aber der dürfte teuer werden, vermutlich. Ne? Der dürfte teuer werden. Boah, 50. Ja, wir warten mal ab. Können wir ihn... Apollonius. Kann man eventuell... Warte mal, kann ich ihm irgendeine Dame hier anbieten bei uns am Hof? Ist er vielleicht dann da? Was ist denn hier mit dieser Nikarete? Heirat arrangieren. Was machen? Was passiert hier, wenn ich ihn jetzt... Wie hieß er denn? Apollonius. Ist er hier dabei? Kampfgeschick mal sortieren. Der ist da nicht dabei. Gut. Wie gesagt, die 50 ist mir jetzt zu teuer. Da sparen wir lieber auf das erste Gebäude. Was haben wir denn hier? Verdacht von Hexerei. Blutverschmierte Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebräu. Dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus Neapel vorgelegt als Beweis, dass Antusa in ihrer Hütte am Rand des Dorfes Hexerei praktiziert. Laut den Dorfbewohnern sind ihre finsteren Praktiken schuld an bösen Ereignissen im Dorf und sie fordern, dass sie hingerichtet wird. Wir schauen sie uns mal an, die Dame. Gescheit, Mystiker. Scharfsinniger Intellektueller. Sie hat 28 Bildung. Das wäre doch eigentlich eine Hofärztin, oder? Ist für ihre ungewöhnlichen Methoden beim Erreichen religiöser Höhen bekannt. Also, wir können sie freilassen. Dann erhalten wir aufgebrachte Bauern. Sie muss verbrennen. Dann bekommen wir zufriedene Bauern. Oder wir können sie tatsächlich an den Hof holen. Kostet uns allerdings Frömmigkeit und wir kriegen aufgebrachte Bauern. Jetzt ist die Frage. Wie reagieren wir hier? Also es spricht jetzt nichts für und nichts wider. Es sind ja hier keine wirklichen Beweise, ne? Und ich
würde mal sagen, seine Arroganz bringt ihn jetzt dazu, dass ihm aufgebrachte Bauern vollkommen egal sind. Ja, aufgebrachte Bauern interessieren ihn nicht. Die Dame findet er interessant. Gerade nach dem, was ihm ebenso als potenzielle Hofärzte vorgestellt wurden. Die waren ja alle erbärmlich und aus Not hat er seinen Halbbruder eingesetzt. Aber in ihr sieht er Potenzial. Das machen wir. Wir setzen die 100 Pietät ein und rekrutieren diese Dame. Und jetzt schauen wir mal. Das gibt jetzt, glaube ich, einen Malus, ne? Wenn wir den wechseln. glaube, das wird unserem Bruder nicht so gefallen, wenn wir ihn absetzen. Aber ihre Eignung ist gut. Oder? Macht das überhaupt einen? Gibt es einen Malus bei ihm? Ich weiß nicht. Wir tauschen. Ah ja, jetzt kommt's. Es kostet uns 200 Prestige. Das ist viel jetzt. Das ist viel. Die 200, das hätte ich jetzt... da war ich zu voreilig. Da war ich zu voreilig. Nein, dann warten wir mal noch ab. Das lassen wir mal noch laufen. Noch sind wir bei bester Gesundheit. Und verschwenden jetzt nicht so arg viel Zeit und Gedanken an einen Hofarzt. Wenn es denn dann Not am Mann ist, Not am Graf, dann können wir uns darüber nochmal Gedanken machen. In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Tschö, tschö.